Hallo Fotofreunde und willkommen in diesem Video. Heute dreht es sich um die Erweiterung der Lebensdauer deines Kamera-Equipments. Hüte deine Kamera wie ein rohes Ei, denn du darfst nicht vergessen, dass die Hardware sehr, sehr sensibel ist. Heißt wiederum, dass du sie auf jeden Fall vor Stößen bzw. zu hartem Aufsetzen schützen solltest. Klar, in einem Jutebeutel oder ähnliches ist die Kamera leicht verstaut und es lässt sich leichter tragen. Aber trotz alledem empfiehlt es sich, eine Kameratasche bzw. einen Kamerarucksack zuzulegen, denn hier ist sie nicht nur gut gepolstert, sondern auch gut verpackt. Und es empfiehlt sich zudem, den Trageriemen bzw. ein Kameragurt an die Kamera extra anzubringen, denn wenn du sie einfach nur an der Schulter trägst, hat sie nochmal einen besseren Halt und kann halt nicht so leicht runterfallen. Temperatur und Kamera, wie kann das zusammenspielen? Klar, auf der einen Seite ist die Kamera so ausgelegt, dass sie bei gewissen Minusgraden und auch bis zu einer bestimmten hohen Plusgradzahl alles aushalten kann. Trotz alledem ist es zu empfehlen, bei beiden Sachen das Ganze nicht so lange hinauszuzögern. Heißt, am besten so schnell wie möglich die Bilder machen und die Kamera wieder aus den Minusgraden bzw. Plusgraden rausnehmen. Gerade bei Plusgraden ist es einfach so, dass eventuell Kunststoffteile nachgeben bzw. aber auch Bauteile aus Gummi sich verziehen können und das ist selbstverständlich nicht gut. Zudem kann es vorkommen, dass die Bildqualität leidet, wenn der Sensor zu heiß wird. Und du solltest auf jeden Fall nicht vergessen, dass du Speicherkarten keinem direkten Sonnenlicht aussetzt, denn diese können das absolut nicht ab. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn ich Alaska versus Sahara sage? Klar, auf der einen Seite die Kälte und auf der anderen Seite die Wärme. Und genau darauf will ich auch hinaus. Denn du darfst nicht vergessen, wenn du bei Minusgraden Fotos machst, ist die Kamera eiskalt. Kommt sie ins Warme, quasi in deine warme Wohnung, bildet sich innerhalb der Kamera und auch außerhalb der Kamera Kondenswasser. Um das zu vermeiden, lohnt es sich auf jeden Fall, eine Plastiktüte dabei zu haben, dann die Kamera in dieser Plastiktüte eng umschlungen einzuwickeln, so dass du die Kamera mit in deine Wohnung nehmen kannst und sich am Ende einfach nur außerhalb der Plastiktüte Kondenswasser bildet. Somit ist deine Kamera auf jeden Fall geschützt und du solltest warten, bis du sie wieder anmachst, denn sie muss sich erstmal wieder an die Temperaturen gewöhnen. Von daher lohnt sich auf jeden Fall immer, eine Plastiktüte am Start zu haben. Wasserfest ist gleich wasserdicht? Nein, so kann man das Ganze nicht sehen. Natürlich hat die Kamera wetterbeständige Dichtungen, sodass die Kamera auf jeden Fall Regentropfen ab kann. Aber bei zu viel Nässe solltest du auf jeden Fall die Kamera wegpacken, sodass sie halt wirklich nur ganz, ganz wenig Nässe abbekommt. Hier empfiehlt es sich auf jeden Fall, ein Mikrofasertuch dabei zu haben, um die Kamera wieder trocken zu wischen. Und den Objektivwechsel solltest du definitiv erst durchführen, wenn die Kamera bzw. alles an der Kamera komplett trocken ist. Und da ich gerade schon vom Objektivwechsel gesprochen habe, ist es hier ganz wichtig, dass die Kamera ausgeschalten ist. Denn sollte die Kamera weiterhin an sein, bedeutet das, der Sensor bekommt weiterhin Strom und ist somit staubanfälliger. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Zudem solltest du die Kamera so halten, dass du von unten dein Objektiv aufsetzt. Und du darfst nicht vergessen, einen Objektivwechsel bei starkem Wind durchzuführen. Keine gute Idee, denn hier ist natürlich viel Staub und viele andere Partikel irgendwie in der Luft, die dann auf den Sensor gelangen können. Von daher sollte auch das vermieden werden und selbstverständlich solltest du einen Objektivwechsel beim Regen auch vermeiden. Solltest du mal planen, eine längere Zeit nicht zu fotografieren, empfiehlt es sich auf jeden Fall, den Akku aus der Kamera zu nehmen. Denn dieser würde sich stetig entladen und somit verkürzt du die Laufzeit des Akkus. Von daher ist es ratsam, den Akku immer und stetig aus der Kamera zu entfernen, solange du keine Fotos machst. Selbstverständlich solltest du nicht vergessen, auch mal deine Kamera zu reinigen. Das heißt, den Schmutz zu entfernen, der sich eventuell bei den Knöpfen oder auch am Sucher ablagert. Hier empfiehlt es sich auf jeden Fall, einen Blasebalg zu benutzen, um diesen Schmutz zu entfernen. Wenn du dein LCD-Display oder aber auch dein Objektiv reinigen möchtest, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Mikrofasertuch. Wobei, beim Objektiv ist das so eine Sache, da würde ich erst den Blasebalg bzw. einen Pinsel benutzen und dann das Mikrofasertuch von innen nach außen nehmen. Denn so entfernst du auf jeden Fall den Staub und andere Partikel. Dabei solltest du aber auf jeden Fall nicht vergessen, auch mal deine Kameratasche bzw. deinen Kamerarucksack zu reinigen. Denn wenn sich hier Dreck und Co. sammeln, war das vorherige Säubern der Kamera für den Arsch. Du möchtest also verreisen und dein Kamera-Equipment nicht zu Hause lassen, sondern mitnehmen? Dann solltest du dieses auf jeden Fall in dein Handgepäck packen. Denn hier ist es am sichersten aufgehoben. Wenn du zudem noch das Ganze in ein Pullover einwickelst, ist es sogar umso sicherer.
Du darfst nämlich nicht vergessen, solltest du dein Kamera-Equipment, das was wirklich wichtig ist, wie der Body, wie das Objektiv und so weiter und so fort, in deinen Koffer packen, wird dieser Koffer von A nach B geschleudert und durch Druck von anderen Koffern sogar noch ein wenig zusammengepresst. Von daher solltest du wirklich das wichtigste Kamera-Equipment im Handgepäck haben und alles andere wie ein Stativ und so weiter und so fort in den Koffer packen. Denn so bist du wirklich auf der sicheren Seite und kannst bei der Landung davon ausgehen, dass alles heil ist. Das waren also 8 Tipps zur Erweiterung der Lebensdauer deines Kamera-Equipments. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Sollte ich irgendwas vergessen haben, steht sicherlich auch im Artikel drin, den es auf meiner Webseite gibt zum selbigen Thema. Auch da vielleicht nochmal raufklicken, es lohnt sich definitiv. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann selbstverständlich den Daumen nach oben, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teil das Video doch mit deinen Freunden, damit auch die wissen, wie sie am besten die Lebensdauer der Kamera USW verlängern können, beziehungsweise eher erhalten können. Dann gibt es hier 2 weitere Fotovideos, die sich definitiv lohnen. Auch da nochmal reinschauen. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns demnächst wieder. Mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.